Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, dem Flyhigh und unserem Highfly. Wie ihr seht, ich war in der Nacht schon fleißig, habe hier diesen kleinen Unterschlupf aufgebaut. Hier wieder mit der Stange, so wie man es von mir kennt. Die Kisten habe ich auch schon beim Händler alle rausgeholt. So, dass da nichts mehr drin ist, dass wir an alles kommen, was wir brauchen. Freigeräumt habe ich hier auch schon. Nur das Wichtigste dabei. Und dann lass uns das Gebiet säubern. Let's go. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es schon erwähnt hatte oder nicht. Aber eigentlich wollte ich ja mit der Age of Oblivion Mod starten in Alpha 20, aber weiß ich, performance-technisch lief das über den Mod-Launcher ganz, ganz beschissen und ja, das konnte man keinem antun. Und von dem her bin ich jetzt bei der Alpha 20 geblieben, bei der normalen Vanilla. Okay, hier kann man abbauen. Perfekt. So, was haben wir denn hier Schönes? Gucken wir mal noch. Briefkasten, haben die keinen, so wie es aussieht? Dann let's go. Ach, ja moin. Bam! Das ist so geil. Ach ja, heute nehmen wir auch mal den Scheiß hier mit. Wobei ich davon eigentlich noch genug habe. Aber davon kann man nie genug haben. Nimm mit. Gönn dir. Ich habe, glaube ich, in der Nacht beim Aufwerten auch noch einen Fertigkeitspunkt bekommen, den ich hoffentlich noch nicht verteilt habe, weil das wäre ja blöd. Aber irgendwie habe ich jetzt keinen Bock, den auch noch zu machen. Aber was soll's. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Farmen hat sich, glaube ich, auch verändert. Ja, ist okay. Das ist nachgeladen, das ist nachgeladen. Wunderbar. Das ist der letzte dann draufgeschissen. Hab der gekauft. Hallo? Komm, cooles Buch. Oh ja. Bier trinkst, wird deine Sicht und Rausch hält doppelt so lange. Mit acht benutzen. Das bringt 100. Ja, komm. Glas brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ach, jetzt habe ich den Scheiß doch genommen. Würde der da hinten, der da jetzt da liegt, mal aufstehen? Komm, gib mir eine Knarre. Schade. Hallo? Weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. So. Wunderbar. Schade, Bücherregal ist leer. C'est la vie. Jemand zu Hause nimmt. Nimm mal mit. Jo, oh je, dieses ist so hässlich. Was hier überall für Verstecke sind. Ja, warum sind denn da irgendwelche Heizkörper drin oder Messing? Keine Ahnung was.
Ein Schraubenschlüssel. Ja, let's go. Ach, gibt immer noch diese Hitpoints dadurch. Das finde ich doch super. So, der kam von hier. Hier ist nochmal Wäsche. Da ist rote Farbe. Dann färben wir doch mal gleich ein paar Waffen rot. Ja? Ja, wir haben ja zwei Dietriche hier dabei. Ich gehe nicht davon aus, dass es funktioniert. Dip. Das war klar. Und keine mehr dabei. 10. Ich müsste 250 Mal da drauf schlagen. Vergiss es. Wie gut. Man konnte jetzt mit dem Schlüssel hier aufschließen. Wie gut ist das denn? Der Pablo versteckt sich halt wieder im Schrank. Ne? Komm. Oha. Aas benutzen. Das ist sogar 160 wert. Verändern. Farbe raus. Was bringt denn das 12? Scheiß drauf. Zerlegt es. Das trage mal auch. Ah. Raus damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Da ist braune Farbe drin. Was habe ich denn? Ah. Und mit Farbe, was ist der dann wert? Nee, das hat sich nicht verändert. Vierundvierzig ist eigentlich schon ein guter Deal, ne? So, uno momento, wir machen und was habe ich noch geändert? Das da. So, Sachen sind mir erstmal egal. Jetzt haben wir hier, was ist das Gelb? Also. Und der Grüne sieht so richtig ekelhaft aus. Benutzen wir das. Hier sitzt, okay. Kaufen wir wieder. Perfekt. Gut, 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 gut. Da war ja nur noch das Papier drin. Was haben wir da drin? Auch nochmal grüne Farbe. Scheiß drauf. Ja, war ja klar. Gut. Warum gibt mir eine Knarre? Ach. Ist das hier der Endloot oder was? Naja, tatsächlich. Ich hab den Scheiß nicht auf. Das ist mir echt. Da ist auch noch Müll drin. Ja, wow.
Kommt man jetzt hier am schnellsten raus? Ah, da hat sich ja die Tür geöffnet, ne? Das Coupé nehmen wir natürlich mit. Ein Revolver, ist das eine selbstgebaute? Naja, schade, selbstgebaute Pistole. Naja, besser als nix. Und weil wir es können, bauen wir den ganzen Bums hier mal noch ab. Zack, fallen da die Türen weg. Das ist auch geil. Neues Schadensmodell gab es vorher auch noch nicht. So, her das Zeug, Schrauben, perfekt, Räume, wunderbar. Und weg damit. Ne, das war die falsche Taste. Oh. Also das, das kann man. Die paar Nägel sind egal, was ist das? Fernkampfschaden, wunderbar. Muss jetzt die Knarre hin, die ist da. Jo, was ist das für eine Animation, ey. Ich bin wieder komplett überladen. Da ist eine Wanderhorde. Oha. Sollen wir uns die schnappen? Komm her, du. Komm her, ja. Voll, ja. Oh, das werden ja doch immer mehr. So, die Luzi. Papam. Kommt mal hier alle ein bisschen. Oh. Okay. Jawohl, zerfetzt da den Kopf. Batz! Haben wir auch noch das nächste Level up mitgenommen. Perfekt. Besser kann's ja nicht laufen. Und da ist auch nur Mist drin. Das Gebäude, ich kann mich noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wo der Endloot ist. Let's go, zurück zur Händlerin. Jen, wir kommen. Wir haben die Welt wieder ein Stückchen besser gemacht. Oder war es das Gebäude? Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber man ist irgendwo hier auch wieder rausgekommen. Ich glaube, rausgebuddelt oder so. I don't know. Ziemlich düstere Stimmung. Eigentlich könnte ich die Knifte mal nachladen noch. Drei Schuss sind besser als gar kein Schuss. Und hier ist auch ein Schuss mehr als gar kein Schuss. Hungrig ist er. So, wir brauchen Mods. Mods für unseren Basie. Dann habe ich eigentlich nur ein Zweier. Ich dachte, ich hätte Dreier herstellen können. Was natürlich ziemlich dumm wäre. So, das kannst du durchjagen. Also hier ist alles leer, ne? Und da drüben bei dem anderen Ding ist auch alles leer. So,
Die behält ja ihre Steine immer. Now that we've got the best prices in the wasteland. Die Helmlichtmod. Beseitige Zombies. You need some work? Oh, this is a dangerous one. Try not to, get radiated. Get radiated. Verkauft es. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das brauchen wir nicht. Was kriegen wir dafür? Ist gebongt. Sortier mal durch. Das kannst du haben, mein Schätzelein. Das behalte mal. Gab's irgendwas, was ich jetzt hier unbedingt noch wollte? Wann ist Tag 4? Wir haben Tag 3. Also morgen. Nö. Nö. Ja, so eine Pistole wäre halt schon sick. Antibiotika. Zweimal. Hier war ja auch nichts außer klar das Motorrad, aber das ist morgen eh weg. Von dem her. Let's go! Das ist gleich da vorne, das ist perfekt. Ja, behalte deinen Stein. Ach ja. Ja, beruhig dich. Ich glaube, Essen hatte ich nichts in der Tasche. Zap. Essen war hier. Hast hier irgendwas? Ja, das Wasser, das können wir so machen und so, dann nehmen wir die drei mit raus. Oh, Vorsicht, die Katze liegt wieder auf Tastatur. Perfekt. Torres, du alter Tastaturgammler. So, hier hatte ich noch gar nichts und hier hatte ich, falsch rum. Den ganzen anderen Scheiß, ja, das hätte ich noch da lassen können. Das. Scheiß auf die. Das kommt. So sind wir doch stabil unterwegs. Das kann hier noch raus. Da hast du einen Topf. Das Fleisch. Der Juckersaft. Die da. So, die Eier, halt, Juckersaft können wir trinken, das Fleisch, das machen wir auch mal darüber, das nehmen wir lieber mit. Die Helmlichtmod können wir noch einarbeiten und dann benutzen, benutzen. Und sonst noch irgendwas essen hier? Weiß gar nicht, was haben wir hier? 37. Benutzt es einmal. Gibt es hierfür ein Rezept? Nein. Ah, das sehe ich nur hier. Also hierfür gibt es safe keins. Katzenfutter gibt es eins. So, die Helmlichtmod. Rein damit. Ja, perfekt, wir haben Licht. Weiß gar nicht, kann man sich übertrinken, so dass es länger hält? Früher war das mal so. Wir könnten den Schlafsack noch da hochlegen. Ja, beruhig dich. So, zeitlich. Ja, das passt für diese Mission noch. Dann haben wir heute wieder zwei Missionen geschafft.
Eine Wanderhorde erledigt. Weiß gar nicht, lohnt sich das? Boah. Wenn ich hier wüsste, wo der Endloot ist, naja, drauf geschissen. Kniet nieder, ihr Bauern. Moin, moin. Ja, doch, jetzt. Das war unberührt. Perfekt. Zement lassen wir da. Das schlagen wir gleich auf. Zap, 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 zap. Der letzte. So, was haben wir drin? Ein Vorschlaghammer und Ölschiefer. Wunderbar. Da kriegen wir nämlich den Motor raus. Ich weiß gar nicht, ob man. Doch, das war mit dem. Das zerlegen wir, das zerlegen wir. Was bringt der? Kannst du vergessen. Binden, perfekt. Komm, gib eine Wumme. Schade. Lag doch noch die dicke Mama. Money, money, money. Oh, gar nicht mal wenig. Okay. Dann würde ich sagen, geht's hoch aufs Dächle. Bam! Bums! Bap! Aber ich habe schon so irgendwie im Gefühl, dass ich die Schwierigkeit ab der nächsten Folge hochstellen werde. Oh, gleich eine Dreier. Geil. Warum habe ich da schon wieder so viel? Komm, gib was Geiles. Eine Axt wäre nice, nice, nice. Ja, schade. So, sonst habe ich, glaube ich, alles. Dann okay, zurück zum Händler. Wo ist er denn? Da hinten. Völlig falsche Richtung. Ja, dieser Nebel ist. Ja, schon irgendwas Schauriges, muss ich schon sagen. Gefällt mir. So, das Problem ist, wir brauchen bald eine Schmiede, wir brauchen bald eine Werkbank. Und um das zu kriegen, müssen wir Amazing, name's Jenny, leveln. but you can call me Dr. Jen. Ja, nimm die Mollys. Das wären 81 und das wäre 100. Ja, komm, damit kann man wenigstens mal noch Spaß haben. Abholen, abholen, abholen. We always need someone to handle the tough job. Oh, I would kiss you, but you know, apocalypse hygiene and all. Ja, wieder ein Levelaufstieg, 5 Punkte. Wir gehen kurz in die Basis, leeren alles aus und dann, ja, muss nicht immer extrem lang sein. Krieg jetzt bestimmt noch ein paar Minuten. Zu Tode geredet hier.
und Loot verräumt und der ganze Bums. Ja, trübes Wasser, dies, das. Bände, davon dann auch genug am Start. Die Musik hört sich irgendwie an wie Horde, aber irgendwie. Wir machen mal die Klappe hoch. So, das da rein. Das rein. Stahlwerkzeugteile, das können wir behalten. Hier irgendwas, was schon mit Munition und Waffen zu tun hat, das. Ja, das war's. Pistole. Ja, den Motor können wir ja auch mal reinmachen. So, ansonsten sieht's doch gut aus. Dann eine Schmiede, ein Bauplan oder fortgeschrittener Ingenieur. Wir haben jetzt 5 Punkte, Packesel. 3. Wir gönnen uns das jetzt einfach. Dann der Schmied. Da brauchen wir dann schon Level 4. So, dann pumpen wir den letzten Punkt in Stärke. Dann kann ich nämlich bei Krieger, bei Schädelbrecher. Schmerztoleranz, Heilfaktor, das ist wunderbar, alles super Eigenschaften. So, wir stehen perfekt da. Das heißt, die Mission, schwierig, schwierig. Ob wir da noch 2 Nachtquests oder halt, ja, wir kommen wahrscheinlich in die Nacht. Wir werden sehen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.